Ah, buongiorno, nächste Buongiorno, ich meine Buenos Dias natürlich. Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. Lasst uns spielen, meine Freunde, lasst uns spielen. Und ich werde jetzt, glaube ich, die ganze Zeit so reden, das könnte ich das ganze Let's Play dann durchziehen. Nein, jetzt werden wir uns mal hier in Montera umsehen, meine Freunde. Wir werden mal schauen, was die Orks zu sagen haben. Und wir müssen uns natürlich bei Marik zuerst melden. Denn wir müssen hier, wir haben einen Auftrag gekriegt, innerhalb von 3 Tagen zu Marik zu gehen. Und das ist Marik auch schon, das wusste ich noch, dass er da steht. Und jetzt werden wir mit ihm reden und uns bei ihm melden, dass wir hier arbeiten können, meine Freunde. Hast du dich verlaufen? Natürlich! Ich schätze, die Orkwachen am Burgtor stehen da nicht umsonst. Allerdings nicht. Komm nicht auf die Idee, einfach so in den Burghof zu rennen. Die Orks greifen jeden im inneren Bereich der Burg an, den sie nicht kennen. Das heißt? Das heißt, dass du dich um die Stadt verdient gemacht haben musst, damit sie dich für unbedenklich halten. Erst dann darfst du dich frei unter ihnen bewegen und ihren Anführer sprechen. Ganz einfach. Ach. Kommt mir bekannt vor. Ist dir ja etwas ganz Neues, haben wir noch nicht erlebt, weil ja nichts auch so in Kapdun, nicht wahr? Wer bist du? Ich bin Marik. Ich bin der Anführer und Ausbilder der Söldner in Montera. Wenn du hier Scheiße baust, fällt das auf mich zurück. Und das ist schlecht für dich, verstanden? Ja, ja, Scheiße tropft immer von oben nach unten. Ich weiß, mein Freund, ich weiß, ist kein Problem. Hast du was zu tun für mich? Für einen Söldner gibt es hier in Montera immer was zu tun. Aber für dich habe ich eine ganz spezielle Aufgabe. Dein Gesicht ist nicht so bekannt in der Stadt. Das ist dein Vorteil. Wie das? Ich kann dich gegen meine eigenen Leute einsetzen, ohne dass es auf mich zurückfällt. Ja, ist ganz super, mein wunderschönes Gesicht willst du jeden Verunstalter für deine Scheiße, Mann. Wenn der eine draufprügelt, dann kriegst du es ab, mein Freund. Ah! Du misstraust deinen eigenen Leuten? Wundert dich das? Seh dich doch mal um. Jeder von diesen Schwachköpfen hat nur seinen eigenen Vorteil im Hirn. Würden wir mit den Orks besser zusammenarbeiten, würde es uns allen besser gehen in Myrtana. Verstehe. Ich soll als Spitzel für dich arbeiten. Ach komm, bist du dir dafür etwa zu schade, oder was? Ich schätze, du hast keine andere Wahl. Ja, also, ich rede jetzt mal ganz kurz normal, ne? Ich ziehe das jetzt die komplette Folge lang durch, das sage ich euch mit dem Spanischen. Aber ich rede jetzt mal ganz kurz normal, denn Marik ist die Art Ork-Söldner, die ich jetzt für mich vertrete. Der ist der Grund eigentlich, seine Einstellung ist der Grund, warum ich eher auf der Ork-Söldner-Seite kämpfe. Weil er für ein friedliches Miteinander zwischen Orks und Menschen eintreten möchte. Und, er mag eigentlich die Orks-Söldner, die bloß aus Profitgier und so mit den Orks zusammenarbeiten, gar nicht so sehr und vertraut ihnen ja auch nicht, wie er gerade gesagt hat. Und er ist eher für ein Miteinander mit den Orks und kann ich eigentlich irgendwo verstehen. Also habe ich nichts gegen die Einstellung. Deswegen arbeite ich auch für die Orks-Söldner quasi pro Marik. Übrigens heißt mein Kater auch Marik. Da muss ich immer sehr dran denken. Vielleicht jage ich den ja auch mal durch Montera. So egal. Jetzt muss es wieder Spanisch reden, because es macht Spaß. Because, wieso schon wieder because? Ich weiß nicht, ich verfalle immer in dieses Englisch-Spanisch hinein, das dann. Weiß auch nicht, ich bin ja so ausländermäßig eingestellt in meinem Kopf, weißt du, dann muss ich einfach so reden, ich weiß auch nicht. So, dann machen wir mal weiter, ich weiß nicht. Gut, ich werde für dich arbeiten. Gute Entscheidung. Dann lass uns keine Zeit verschwenden. Ja, ist schon wieder viel geredet worden. War jetzt ganz langer Dialog gewesen. Schauen wir mal, wie läuft die Sache mit dem Spitzeljob. Ja, wir werden spitzeln müssen unter den Leuten. Ist doch natürlich klar. Wir müssen aushausten die anderen Leute und erzählen, was die denken über den Marik und über die Orks und alles und drum und dran und Montera und weißt du nicht, hast du nichts gesehen. Und dann müssen wir die aussondern, die böse sind. Und dann müssen wir Schnipp-Schnapp machen und die einen Kopf kürzer machen. Und dann müssen sie weg und dann steigen wir auf in der Leiter. Und dann können wir irgendwann, wenn wir genug Ruf haben, hinein in die Burg. Und ich habe keine Luft mehr. So, weiter. Okay, wie genau läuft die Sache mit dem Spitzeljob? In letzter Zeit geschehen immer häufiger seltsame Dinge in Montera und auf den Bauernhöfen. Waren werden gestohlen, Sklaven verschwinden, Bauern werden überfallen und andere Schweinereien. Das alles stinkt mächtig nach Rebellen und Verrat. Du sollst herausfinden, auf welchen meiner Männer ich mich verlassen kann und auf wen nicht. Als Lohn dafür bekommst du Gold und Ansehen und kannst bei mir das Kämpfen lernen. Ich warte derweil in meiner Hütte am Westeingang der Stadt. Ja, ist das super. Möchten wir schon im Kampf unterrichtet werden? Ich weiß gar nicht, ob wir Punkte haben, ist egal. Wir machen erstmal den Rest hier. Wie soll ich die Loyalität deiner Männer prüfen? Keine Ahnung. Sprich mit ihnen. Arbeite für sie. Freunde dich mit ihnen an. Wie du das anstellst. Ist dir egal, schon klar. Ich werde sehen, was ich tun kann.
Ich sehe ganz allein meine Sache, wie ich das anstellen werde, wie ich das Vertrauen der Männer gewinnen werde. Natürlich werde ich zuerst in die Arena gehen, because wir sind einfach gut in der Arena. Wir können kämpfen ohne Ende. Wir sind Stiere, meine Freunde. Wir sind Stiere in Menschengestalt und wir werden alles umnieten, weil wir einfach die Besten sind in der Arena. So. Denn wir sind Spanier, wir kennen uns aus in Arenen. Würdest du mich im Kampf unterbrechen? Nein, das wollte ich gar nicht. Verdammte. Zurück. Wunderbar. Weißt du etwas über Xardas? Über Xardas, Marik. Weißt du etwas über Xardas? Weißt du was von Xardas? Ja. Er hat den Krieg zum Stillstand gebracht. Das mit der Runenmagie war ein guter Plan. Ein kluger Mann. Ich bin froh, dass er nicht zu meinen Feinden zählt. Ich hoffe, ich übersteuere das Mikro nicht mit meinem dummen Rumgespaste hier. Naja, mal gucken dann später. So. Du scheinst Skalas, was hab ich denn mit Skalas? Ich weiß auch nicht. Du scheinst Xardas zu mögen, mein Freund. Ist das so? Du scheinst Xardas zu mögen. Mögen ist zu viel gesagt. Dafür weiß ich zu wenig über den dunklen Magier. Aber ich mag den Gedanken, den ewigen Streit zwischen Orks und Menschen endlich zu beenden. Xardas scheint der Schlüssel dazu zu sein. Er hat etwas Großes vor mit den Orks. Das beruhigt mich nicht. Wie auch immer. Bei allem, was ihm nachgesagt wird, ist Xardas am Ende auch nur ein Mensch. Ja, ist, wie ich es gesagt habe, Marik ist einfach dafür darauf aus, Frieden zwischen Orks und Menschen zu haben. Das kann ich irgendwo verstehen, denn ein Haufen Krieg die ganze Zeit über ist auch irgendwann manchmal scheiße, nicht wahr? Ist der große Scheiße, ist der Mui Scheiße, ist egal. So. Wo finde ich Xardas? Ich weiß nicht, wo der Magier seinen Sitz hat. Angeblich sollen nur die Ork-Schamanen seinen wirklichen Aufenthaltsort kennen. Soviel ich weiß, befinden sich in Gäldern und Silden einige der bedeutendsten Schamanen der Orks. Aber genau weiß ich das natürlich nicht. Ich bin nur ein Mensch. Soviel ich weiß, Gäldern ist die Schamanenstadt schlechthin hier in Myrtana. Bist du doof? Na egal. Weiß ich jetzt, weiß man sonst natürlich nicht, aber Gäldern ist die Schamanenstadt schlechthin. Die wird von Schamanen geführt. Natürlich gibt's dort die größten Schamanen. Ist doch, ach egal, Mensch. So, ein ziemlich unfreundlicher Zelda, das müssen wir doch genau... Hier ist der Dominik, der hat mich hier da gestiegt, der will, dass ich für dich arbeite und so. Ein ziemlich unfreundlicher Söldner namens Dominik meint, ich soll mich bei dir melden. Ah ja, sagt er das? Nun gut, jetzt bist du ja hier. Da ist er schon, der erste Ruven Montella. Ist ja dämlich. So, Taschendiebstahl mache ich mal nicht. So, dann können wir mal gucken, hier haben wir, nein, wir haben natürlich keine Lernpunkte, das habe ich mir doch fast gedacht. Wir können noch gar nichts lernen. So, und dann werden wir mal hier, bevor wir in die Burg gehen, das können wir eh noch nicht, können wir hier mal gucken. Hallo Krieger! Ja, werde ich es nicht machen. Was haben wir hier hinten? Ja, wir haben ganz viele Söldner, meine Freunde. Ganz viele Söldner. Hallo Guse. Aha, ich glaube, ich hab dir noch keiner aufs Maul gehauen. Dumme Gans. Im wahrsten Sinne des Wortes. Was hältst du von Marik? Ohne Marik würde der Laden hier nicht laufen. So viel ist schon mal klar. Ja, ist das super, ist eine tolle Antwort und wir kriegen 500 Erfahrungspunkte dafür, ist das nicht toll, dafür lassen wir einmal mit ihm rennen und da haben wir schon 500 Erfahrungspunkte gekriegt, wenn das so weiterläuft mit der Quote, dann wird das hier wunderbar in Montana für uns zum Leveln. Oxelna, okay. Hey, du willst... Ja, was siehst du? ...in einer Arena kämpfen willst, musst du erst bei mir dein Preisgeld bezahlen. 500 Goldmünzen, oder du kannst gleich wieder abhauen. Halte deine Fresse, sonst poliere ich sie, mein Freund. Ich mach dich fertig. Du kannst mich mal. Jawohl. Nee, Freundchen. So einfach kommst du mir nicht. Jawohl. Bezahl dein Preisgeld oder zieh Leine. Halte die Fresse, ich werde dich platt machen ohne Ende. Ich werde dich in den Bollen stampfen, mein Freund. Und werde mir mein Preisgeld zurückholen. Hier hast du mein Preisgeld. Gott verdammt nochmal. Du hast nicht genug Gold dabei. Ach, scheiße. Das wusste ich nicht. Ich bezahl später. Wieso habe ich kein Gold dabei? Was? Das hätte ich dir vor. Dann mach dich weg. Was man so Schwächling. Halt die Fresse, ich mach dich platt ohne Ende, mein Freund. So, wieso habe ich kein Gold? 200... Oh Gott, Mensch. Wieso habe ich so wenig Geld einstecken? Also ich muss sagen, Spanier zu sein strengt an. Wahrscheinlich nicht bloß mich, sondern auch euch, die ihr zuhört, aber ja, das ist ja nicht mein Problem. Ja, schauen wir erstmal hier drüben, quatschen noch mit dem Rest der Bande, bevor wir wieder hier irgendwo einen suchen, der uns was abkaufen kann, damit wir 500 Gold zusammen kriegen. Hallo Fedor! Ah, Frischfleisch! Reicht ja richtig! Erzähl mir was über Marik. Den Kerl würde ich gerne mal in der Arena wissen. Die anderen halten alle ganz große Stücke auf ihn, aber ich glaube, das ist alles nur Fassade.
Marek hat mit Sicherheit nichts drauf. Da verwette ich meinen Arsch. Ja, ist er auch nicht alles in der Arena kämpfen zu können, oder? Also ich meine, er braucht eigentlich nicht kämpfen. Er ist einfach nur dazu da, die zu organisieren hier, den Scheißhaufen. Das ist eigentlich die Hauptsache. Er soll Durchsetzungskraft haben und das ist das Nötigste. Aber gut, sind halt Söldner, ne? Da denkt man primitiv. Was ist der Preis, wenn ich dich besiege? Wenn du mich schlägst, gebe ich dir 500 Goldmünzen. Ah, klingt es sehr gut, denn wir müssen 500 Goldmünzen überhaupt erstmal einsetzen, um hier gegen dich kämpfen zu können. Aber da kämpfen ja dann noch andere mit uns zusammen. Gegen uns meine ich natürlich nach und nach. So, die Gans hatten wir schon, denn... Du musst erst schon bezahlen, wenn du hier kämpfst. Ja, ich sehe gut, ich werde schon holen. Sieht so aus, als könntest du ein bisschen Prügel vertragen. Ah, dann ist das erstmal will, mein Freund. Das kriegst du ab, Erzähl mir was über deinen Boss. Über Marek? Er hat eine Menge Probleme mit dem Sauhaufen hier. Aber er hat alles im Griff, soweit ich das beurteilen kann. Ist das dein Sklave da drüben? Ja, Marek hat mir den Burschen angelegt. Keine Ahnung, was ich mit dem Kerl soll. Du kannst ihn haben, wenn du willst. Ich setze ihn als Preisgeld für einen Kampf in der Arena. Ah, ich sehe ganz wundervoll, krieg ich abgehangenes Fleisch hier. Ist dir doch nichts wert, mein Freund. Ist dir doch überhaupt nichts wert, wenn du mir die gibst. Hätte ich lieber 500 Goldmünzen, ist viel, viel mehr wert. Planlos? Was meinst du? Auf mich wirkst du recht planlos. Rennst hier rum, quatschst jeden an. Suchst du irgendwas? Ah, ich habe meine Kontaktlinse fallen lassen. Ich suche bloß auf dem Boden und frage herum, ob jemand gefunden hat oder so, weißt du? Bist du mit deinem Boss zufrieden? Jo, Marek ist gut. Jo. Viele Freiheiten haben wir sollten in nirgendwo. Jo, klang wie Goofy oder sowas. Die Erfahrung ist schon geil, oder? Man kriegt ständig 500 Erfahrung für jeden Scheiß hier. Ich suche einen Lehrer. Kannst du mir was beibringen? Ich denke schon. Ich kann dir den Griff in fremde Taschen und andere Dinge. Ja, ist ja nichts wert für uns. Ist doch scheiße. Besiege mich im Kampf und ich bin dein Lehrer. Ja, ist doch überhaupt nichts wert. Will ich gar nichts. Ich will deine Erfahrungspunkte, dann wenn ich dich besiege. Aber ich will nicht bei dir lernen, wie ich keine Klauen aus den Taschen und so. Ist ja doch totaler Rotz. Und jetzt gehen wir erstmal einen Händler suchen. Irgendwo wird wohl einer sein in dieses Scheißhaufen hier, in diese doofe Stadt. So, Marek, mein Freund, ich kann schon mal die erste Verkündung hier irgendwie abgeben, aber du bist weg, seltsamerweise. Ist denn nicht gut, mein Freund? Ist denn nicht gut? So, da unten sind noch Ork-Söldner, aber das sind bestimmt einfach nur Ork-Söldner ohne einen Namen, oder? Das ist doch bestimmt einfach nur Ork-Söldner hier. Ist der Ork-Söldner, wie ich mir dachte, und ist noch ein Ork-Söldner? Aber wir können mal hier im Außenring die Hütten abklappen. Ah, da ist der Marek, gefunden. Hallo Marek, mein Freund, wegen der Söldner. Wegen der Söldner. Ah, weißt du, Fedor, ich finde einen Zwessling, du musst gegen ihn in der Arena antreten und ihm mal richtig in den Boden stampfen, einen Kopf kürzer machen, die Zähne ausschlagen, die Fresse polieren! Fedor hält dich für einen Schwächling. Er sagt, er würde dich in der Arena locker besiegen. Alles klar. Ich hab mir sowas schon gedacht. Wird bald wieder Zeit, dass ich den Jungs in der Arena zeige, wer der Boss ist. Ah, das denke ich auch, mein Freund, das solltest du einmal tun! Der Gladiator Dan ist sehr zufrieden mit deiner Arbeit. Das glaube ich gerne. Ich habe ihm ja auch einen Sklaven geschenkt. Naja, hier ist dein Sold. Ja, super, also kommen wir auch schon an Geld ohne Handeln zu müssen, ist der große Artik. Der Gladiator Goose scheint loyal zu sein. Ja, Goose ist ein guter Mann. Dieses faule Schwein schuldet mir immer noch den Erlös für seinen Hof. Sag ihm, er soll dir das Gold geben, sonst reiß ich ihm den Kopf ab, klar? Aber warum muss ich mir richtig den Bottenjungen spielen? Ist doch scheiße. Kann doch jemand anderes machen, mein Freund. Kann doch jemand anderes machen. Warum muss ich mir richtig da rausrennen? Ist doch so ein weiter Weg. Warum soll ich das tun? Ist doch scheiße. Was haben wir hier? Eine Sklave. Ängstliche Sklave, mein Freund. Nicht schlagen, Herr. Nein. Ich dachte, ich mache mal eine Pause hier in dieser Hütte. Die wird sowieso von keinem mehr benutzt. Ich denke... Ich gehe jetzt besser mit an die Arbeit. Ja, das ist besser. Geh mal lieber an die Arbeit. Wenn die Hütte von keinem benutzt wird, können wir die natürlich okkupieren hier für uns. Das war auch der ganze Grund, warum der das jetzt erzählt hat uns. Das ist einfach nur, damit wir uns jetzt hier einnisten können. Und wir sehen schon, hier haben wir einen Teleportstein für uns. Den lässt man einfach so liegen, ist okay. Aber damit kommen wir jetzt jederzeit wieder nach Monterra. Und dann zeigen wir den Leuten mal, was eine Harke ist, wo ich gerade eine aufgesammelt habe, ne? Jo. Und dann können wir jetzt wohl mal in die Arena gehen, hoffe ich doch mal, oder? So, die Viertelstunde ist auch für die erste Folge. Das heißt, ich kann jetzt wieder normal quatschen und euch nicht mehr auf den Sack gehen.
vielleicht verfalle ich irgendwann später nochmal in mein spanisches Gängerein. Ist der Feuer in der Blut, ist der Resen in der Blatter. Ihr versteht, was ich meine. Ist es Spaß irgendwie? Ist es Spaß? Ist es muy bien? Ist es toll? So, jetzt ist aber genug.